Ja, die Oper, nicht? So mancher sagt ja, die Oper, die sei verstaubt, aber wir haben halt unser Publikum, um das wir uns kümmern müssen. Ne? Und da müssen wir halt schauen, dass die auch was haben. Jetzt habe ich geglaubt, sie kommen wegen meinem Zucker, ne? Das wollen sie ein Interview machen. Ja, also sag schon. Ja, ich bin ein großer Freund der Oper, nicht? Das Haus ist am Ring, natürlich, selbstverständlich. Ich habe ja das alte Schweck da jetzt im Sacherquartier bezogen, so wie seinerzeit schon der Bravi, ne? Das ist ja von der Oper nur einen Steinwurf entfernt, ne? Da kann ich jeden Abend in die Oper umgehen, ne? Da gehe ich da um 5 Uhr los, ne? Bin ich dann um 8 Uhr durch, ne? Zur Kammerschauspieler. Oh ja, jetzt kommt die Wirtsfrau. Ja. Grüße Sie, Herr Kammerschauspieler. Ja, grüße Sie, grüß die Hand. Ja, Moment, ja. Aufpasst auf die Zähne drin, gell? Ja. Du, was ist denn? Sie schulden mir noch die Miete, gell? Ja, ich habe schon gewusst, ich will Geld. Nicht vom Bravi hat es auch nichts verlangt. Nicht von mir will er Geld. Ich bin momentan nicht ganz wenigstens glücklich. Wenigstens das 6er-Jahr zahlen Sie mir mal, gell? Ja. Schauen wir mal, nicht? Sag ich. Nein, ich komme ja nicht auf die Bank. Ja. Ich bin ja immer in der Oper, nicht jeden Tag. Nicht? Ich bin ja Operbar. Kennst du mal die Bankomatkarte? Ja, du blöd wäre ich sein, nicht mein Geheimkarte. Ich schaue ihn auch rüber in die Opernkasse, ne? Ich heb sie noch ab. Ne? Bin ja nicht mein eigener Feind, das ist mein Kontoramt. Ja, und ich bin nicht die Caritas, ja? Ja. Also, Herr Kammer. Ja, meine ich glaubt nicht. Das schaut sehr aus für die Caritas, du, nicht? Die kann sich halt was leisten. Ja. Ja, und heute, da schicken Sie mir hier einen rebellischen jungen Mann aus Paris her, nicht? Der zynischerweise als erste Produktion soll er angeblich den fliegenden Holländer planen, nicht? Und dann mit dem jungen Auszubildenden da aus Wels, mit dem Möst, macht er eine Opera Buffa über den Skifahrer Hermann Mayer. Mit dem Boskofus soll ganz schrecklich sein. Ich habe die Proben kurz einmal gesehen. Hermann Mayer hier bei mir, erzähle mir, wie geht es ihm? Ja, sing. Grüß die reine Maria Seck, mir geht's gut, viel Dank der Nachfrage. Wie war das Rennen? Mein Gott, das Rennen ist vorbei, zweiter bin ich worden leider nur, aber das ist nicht so schlecht, weil da hab ich nur zu vor meinem inneren Auge, nämlich erster zu werden im nächsten Rennen. Mehr hab ich nicht zu sagen, mehr steht nicht im Libretto. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück. Und wir geben ins Studio zurück.